Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum 100. Part von Fallout 4. Es ist ein Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Es kommt mir erst vor, als wäre es gestern gewesen, dass wir hier diese Welt betreten haben. Dass wir erst von unserer, eingefrorenen Kyros-Stasis erwacht sind. Kyros-Stasis, so heißt das. Und bei diesem wunderschönen Sternenhimmel werden wir heute anfangen, unser wunderschönes Starlight Drive-In ein bisschen weiter auszubauen. Schrottmäßig hoffe, müsste es weißt, mehr als genug sein. Und ich habe mir sogar erlaubt, noch von einer anderen Siedlung, das ist sogar eine Siedlung, und zwar dort, wo wir unsere Roboter-Baustation haben, habe ich den gesamten Schrott noch hierher geschafft. Also ich hoffe wirklich sehr, dass es genug ist, um hier unser Dörfchen ein bisschen schöner zu gestalten. Fein. Blabla, viel Blabla, nichts dahinter. Ich glaube, ich würde gern diese Seite heute weitermachen, weil ich glaube, marktstandmäßig kriege ich momentan nichts hin. Weil mir da, glaube ich, noch der ein oder andere Skill fehlt. Aber wir können ja mal nachglubschen, ob dem auch wirklich so ist. Aber mir kommt schon... Wow. Okay, Wasser fehlt und natürlich die Betten fehlen. Wie kann das sein, dass hier Wasser fehlt? Mysteriös. Ist ja wurscht. Was wollte ich machen? Fangen wir an mit dem Wasser, dass die armen Kerle hier nicht weiter Durst leiden müssen. Ja, das ist schon übertrieben groß, oder? Aber wir hätten mehr als genug Ressourcen. Aha, aha. 3 und 4. Wasserpumpe. Strom betrieben. Produziert 10 Wasser. Das produziert halt 40 Wasser, ne? Industriell. Na, da wird der ganze schöne Teich verschandelt. Ist eigentlich eh schon mit dem da drüben verschandelt. Wenn ich das hier so herbaue, so, ich meine, haben sie, dann haben die echt mehr als genug. Warte, so muss das eigentlich stehen. So. So, ein bisschen noch daher. Na, so drin, warte, so, ja. So drin, aha, okay, jetzt hat es nicht wirklich Platz, Frechheit. Frechheit. Na komm, bist du jetzt wieder gelb? Na, hat keinen Bock. Aha. Aha. Na komm, tu mich nicht ärgern. So ja. So ungefähr. Ich hoffe, dass klappen tut. Dann haben sie wenigstens vorne noch ein bisschen was vom Teich. Oder soll ich noch mehr drehen? In die Richtung? So. Ah ja, das wäre fast besser. Bisschen noch. So. Boom. So. Und zack. Hat es hingehauen? Ja, hat hingehauen. Nur wieder mal ist der Strom zu wenig. Jawohl. Zu wenig Strom. Dann könnte man, nachdem das hier eh schon furchtbar ausschaut eigentlich. Ich übertreibe schon, ne? Ich bin so gemein. Schaut ja nicht schlimm aus. Könnten wir ja noch ein bisschen Energie dazu bauen tun. Was ist denn das eigentlich? Wissenschaft ist versperrt, das geht noch nicht. Ein Windrad, ja genau, das produziert aber nur 3. Der Generator produziert 10. Müsste eigentlich klappen. So hier. So schräg. So wahrscheinlich eher. So. So. Probieren wir es mal. Rum, da fährt er an, ne? So. Mit. Na, komm, so. Ja. Sehr fisch. Huch, warum gehe ich denn so langsam? Das will ich nicht. Ich will laufen dürfen. Ja. Ja, das geht. Das geht.
Das geht schon irgendwie. Dann können wir hier mal eine Bank her tun, da so. Dann kann man sich schön die, die Wasserdinger hier anschauen. Na, Fisch. Vielleicht geht sich ja da oben irgendwie oder da vorne wirklich so ein... Vielleicht kann man ja echt so einen kleinen Park oder so machen. Keine Ahnung. Weiß ich noch nicht. Fisch. Gut, dann würde ich sagen, das haben wir mal erledigt. Die Moral sinkt natürlich weiter, weil es keine Betten gibt, aber das werden wir hoffentlich heute ein bisschen hinkriegen. Und somit werden wir gleich mit unserem Betongeschichtel weitermachen. Und zwar war das, glaube ich, das hier. Ja, da tun wir gleich wieder Klipsel, Klipsel. Ich hoffe, es klipst an. Das ist der falsche Beton. Ah, ich sehe ihn schon. Hier. Entschuldigung. So. Hat das richtig angeklipst? Echt? Boah, wird schon stimmen. Wird schon stimmen. 2 und 3. Allerdings werde ich hier gleich noch eines dazu tun. Weil hier machen wir ein großes, ein Metallhausi. Wahrscheinlich, oder? 2x Holz. Wie schaut es denn da drüben aus? Was haben wir da angefangen? Da drüben haben wir Metall, Holz, kleines Holz. Und eine Hütten, eine Hütten. Na, da können wir da ruhig Metall machen. Das passt schon. So, das ist gut. Also Metall war immer 4x4. So, einmal, huch, Entschuldigung, 2x. Und, na, geh mir aus dem Weg, gnädigste. 3x. Ja, da will ich auch. Einmal. 2x. 3x. So, und. 1x. 2x. 3x. Und noch einmal. Da. So. Servus. Und hier. Ja. Super. Schöne Platz. Schöne Platz. So. Dann kommt das Metallhäusle. Fertighäuschen, ja. Dab, 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 dab. Ich würde sagen, gleich wieder die große Hütte. Die große Hütte. Allerdings, wie drehe ich die denn? Huch, da, da. So wieder. Ich glaube, so hatte ich es letztes Mal. Puh, das jetzt wieder anordnen wird ein bisschen. Ja. Machen wir mal so. Boom. Ja, richtig. Da hinten brauchen wir... Warte mal. Ich glaube, das habe ich jetzt verkehrt gedreht. Warte, stopp. Müsste nicht hier eine Tür sein? Die ist jetzt da, ne? Ach, Mist. Das sollte sie nicht sein. Warte. Ich muss sie weiter... Aha, darf ich nicht, ne? Ja, weil ich draußen bin. Ich bin ja draußen aus dem Gebiet. Das darf ich ja nicht. Nein, nein. Mm-mm. Verbrechen. Ja, wie geht das dann? Ach so, ich weiß schon wieder. Warte. So, drehen. Na, drehen. So müsste stimmen. So müsste jetzt es stimmen, dass hinten kein... ja, jetzt ist da hinten keine Tür. Gut. So, jetzt gehen wir mit dem Ganzen so weit nach hinten, wie es uns erlaubt ist. Ein bisschen... Na, nicht so. So, ja, 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 ja. Ja, ja. So. So, so, ich würde fast sagen, so, noch ein Stück nach hinten, ja, ich würde meinen, so einmal probieren, zack, nehme ich ganz schön hier am Rand, ich werde auch hier nochmal ein Betondingens dazu bauen, so wie hier halt, ja, das müsste klappen, ja, das klappt schon, oh ja, ich glaube, das geht. Aha, 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 aha. Ja, das geht schon. Ja. Mhm. Dann kommt hier nochmal Betönchen. Betönchen. Wo denn? Und hier da. Da, Betönchen. So. Und zwar einmal hier. Einmal. Na komm. Hier. Wie lang soll ich machen? Auf 4 oder auf 3 eher? Na, 4 wäre gut. 4. So, ja. Ich glaube, ich habe ein Skelett begraben. Hihi. Ups. Ich warte mal kurz. Kann ich das depperte Skelett da nicht wegbewegen? Na. Kann ich es wegschupfen?
Ich will's wegschupfen. Du störst meinen Bauplan. Ach, machen wir so, wie es die Mafia macht. Einfach begraben. Fertig, aus. So. Na, würdest du dich da rein platzieren, bitte? Ja, Herrschaftszeiten. So. Nein, Gottes Willen. Das ist echt nervig. Skelett, hau ab. Das ist echt doof, dass man die Skelette da nicht abbauen kann, ne? Das ärgert einen. Also, mich ärgert es gerade. Wieso verrottest du nicht? Der hat sich sowieso hier festgeklemmt. Mist. Skelett, verpiss dich. Wieso kann ich dich nicht aufheben? Na. Ja, es wird nicht besser. Wurscht. Dann müssen wir es echt begraben. Dann tut es halt immer so ein bisschen. Ja. Ein paar Geräusche halt machen. Was soll man tun? Was soll man machen? Ist halt so. Ist halt so. Würdest du dich bitte jetzt anklipseln da? Gnädiges Bedönchen. Ach komm. Das ärgert mich doch nicht. Da komm. Da und geh schön da anklipseln. Wunderbar. Ja, machst halt deinen Krawall. Ist eh wurscht. Ist ein Halloween-Special. Ja, schon mal für später. So, fertig. Ja, so machen wir das. Ist ein Halloween-Special. Ja, jetzt kommen die Treppen. Ich würde sagen, nehmen wir Holztreppen. Ja. Da. Und zwar die hier. Müssten theoretisch passen tun. Ja, klippt schon. Wunderbar. Klippt schon prächtigst. Auf zwei. Oder ist eins genug? Eins müsste eigentlich reichen. Eins müsste reichen. Sehr fisch. Super. Theoretisch könnten wir hier wieder einen Zaun machen. Wäre sicher auch wieder hübsch. Ein Zäunchen. Ja. Wo war das jetzt wieder? Richtig. Nein, ich glaube, das war beim Holz dabei. Stolz auf Holz. Da. Wobei, ich möchte vielleicht sogar drüben... Wartet mal ganz kurz. Ich werde vielleicht sogar da drüben an der Wand hinten... Oh, schaut das da jetzt schief aus? Ich wollte eigentlich eine höhere Holzwand ziehen, ne? Zum besseren Schutz der Dorfbewohner, dass man da nicht unbedingt schon ballern kann. Aber ich glaube, das ist so und so schon wurscht. Lassen wir es einfach mal so. Servus. War das nicht hier dabei? Ja, da haben wir sie ja schon. Was nehmen wir denn? Ich würde sagen, das hier. Wow. Das schaut doch nett aus. Ja, klebt gut an. Das freut mir. Zwei, drei. Ja, das schaut fesch aus. Huch, da. Ja. So drehen wäre super. Ja, das gefällt mir echt gut. So. Wechseln wir hier vielleicht? Mal zu sowas? Ja, warum eigentlich nicht? So. Oh, hoppla. Was, wie, wo, da. Ram, da. Bauen ist so toll. La, 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 la. Ram, da, dam, da, da, dam, dam, di, dam, da, dam. Und da weiß ich noch nicht. So, da lasse ich es jetzt mal. Da weiß ich noch nicht. Ich glaube, da werde ich hier nochmal eine Treppe dann machen und hier wieder ein kleines Haus. Aber schauen wir mal. Vielleicht auch mal so eine Sitzgarnitur dann mal hier hin. Wäre schön. So, zum, einfach nur zum Sitzen und... Ne? Sitzen und... da habe ich was vergessen. Schau. Böse Zocki. Warte mal, da kann ich eigentlich gleich das hier nehmen. Oh, da kann ich da hinten mal den ganzen Zaun abmontieren. Ja, ja, genau so sollte es eigentlich... Ja. Schaut jetzt vielleicht ein bisschen komisch aus, aber das passt schon so. Warte, dann vielleicht noch den hier. Ja. Oh, wie schön. Ich freue mich. Ja, das gefällt mir gut. Das gefällt mir gut. Jetzt sind sie hier nämlich auch schön geschützt. Super. Ach ja, Entschuldigung. Fast das Baummenü verlassen. Okay. So.
jetzt kommt es aufs, also aufs Eingemachte, genau, zum Eingemachten. Nämlich die ersten Betten wieder mal. Juhu. Dann nehmen wir die ganz, die schönen, die hier. Die reichen und die schönen Betten kommen jetzt hier rein. Oh, aber wie? Hm. Ich glaube, ich habe hier eins hingestellt gehabt, ne? Was ist, wenn wir hier zwei nebeneinander hinstellen? So quasi als, ja, Ehebett. Würde aber komisch ausschauen, ne, wenn dann hier... Naja, komisch schaut das nicht aus. Hm, aber der Ding ist halt im Weg, der Pfosten da. Da kann man wahrscheinlich gar nicht gut sich reinlegen. Na, dann werden wir es wieder so machen, wie beim drüberen. Einfach hier, hoppala. So. So, so. Ja, so vielleicht noch ein Stück. So vielleicht. Na, warte. So. Zack. Und hier herüben natürlich dasselbe. Nur ein bisschen drehen. So. Das war ein bisschen zu viel gedreht. So. Ja. Hm, hm, hm. So. So. Zack. Passt. Gut. Jetzt muss ich wieder rausschauen. Stühle, Behälter, Regale wären nicht schlecht, aber ein Tischchen. So ein Nachttischchen wäre was Schönes jetzt. Was nehmen wir denn da? Ich glaube, nehmen wir mal sowas Rundes. Hm? Das hier. Das hier ist doch hübsch. Nehmen wir doch mal sowas. Oder? 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 Das passt irgendwie fast nicht, ne? Passt fast nicht, passt fast nicht. La la la. Das schon eher. Das passt schon eher. Das passt schon gut. Das stellen wir hier hin. Lalala. Oder? Oder doch lieber so. So. Batsch. Und hier nochmal, damit der auch eins hat. Damit er nicht traurig sein muss. So vielleicht. So, ja. Ha, schön. Dann können wir... Türe braucht man natürlich. Ah, die mache ich zum Schluss. Stopp, die mache ich zum Schluss. Ja. Licht. Ganz recht. Licht ist so eine Sache. Hm, was hätten wir denn da Schönes? Die Lampe gefällt mir nach wie vor sehr gut. Sehr, sehr gut. Aber... wir könnten hier ja eine Disco-Kugel reinbauen. Das ist schon alles voll hochmodern hier. Für die Vault, glaube ich. Eine Vault, eine Vault. Fahnen können, geht, Fahnen gehen hier auch? Echt? Okay. Okay. Keine Ahnung. Ist das eine Ampel? Tatsächlich, geil. Ja, die Qual der Wahl, würde ich mal sagen. Ich nehme mal einfach die hier. Die hatten wir eh noch nicht so oft. Da werden wir eine hier hinstellen. So. Zack. Und die andere kommt dann hier hin. Dann ist sie bestimmt genug schon mal beleuchtet. Supi. So. Dann brauchen wir natürlich eine Badewanne. Die da. Na komm her. Die hatte ich, glaube ich, hier hingestellt gehabt. So. Glaube ich. Wenn sie es noch ausgeht. Könnte auch sein, dass sie sich nicht ausgeht. Geht sie sich hier aus? Wie hatte ich die denn hingestellt, der Herrschaftszeiten? So? Echt? So? Ich weiß es nicht mehr. So wird sie sich ausgehen. Aber so nicht mehr. Voll gemein. Na, keine Chance. Na, dann, ja, dann eben halt so. Dann halt so.
Oh, ich würde dann meinen so. Oder warte, machen wir sie so. So. Zack. Ja. Ich weiß, schön ist was anderes. Ja, Fisch. Gut, dann warte, Möbel. Uiuiui. Regale wollte ich auch mal bauen eigentlich. Irgendwas Kleines. Ja, diese Regale werden wir auf jeden Fall dann drüben auf zum Marktstand dazugeben. Hm, ja, sowas wäre hübsch. Sowas wäre total hübsch. Oh, mal einfach so. Zack. Dann. Ja, dann. Und dann. Brauchen wir natürlich ein kuscheliges Sofa, damit wir hier den Fernseher hinmachen können. Mm, sowas mal. Oh, das schaut, das wird schon gar nicht schlecht ausschauen. Das wäre es, glaube ich, könnte zu groß sein. Ja, oder? Dann klatsch mal sowas rein. Hatte ich das nicht schon mal? Ich weiß es nicht mehr. So. Ich würde sagen, ich hoffe. So, ja. Und dann einen Seherfern. Einen Seherfern brauchen wir. Fernseher. So, Energie müsste da nicht hier noch dabei sein. Ah, ich glaube nicht. Was ist denn das alles, bitte? Förderbänder. Maschinen. Was ist denn da los? Ich habe noch... Laufschrift. Ich habe noch gar nie alles durchgeschaut. Aha. Okay. OMG. Energieleitung? Oder ist es als Wasserleitung gedacht? Das muss ich echt mal mir genauer anschauen. Deko. Deko-Toho. Nuka World gibt es auch. Ach so. Aha. Mhm. Okay. Gibt es da noch mehr als wie diesen Stuhl? Nö. Was haben wir denn da? Hau den roten. Ah, Dings. Aha. Ach du Heilige. Schaukästen. Was gibt's denn da noch alles? Powerrüstungsgeschichte, Waffenständer. Aha. Bodenbelege. Sind wohl doch eher Teppiche, oder? Ja. Der ist aber hübsch. Hihi. Das Sachen gibt's. Servus. Das Haus ist leider noch nicht beziehbar. Muss noch ein bisschen warten. Wo ist denn, wo war denn jetzt? Wo war denn jetzt der Fernseher? Voll vergessen, wo ich den, wo der Fernseher war. Läden, Ressourcen, hilft mir nichts. Das ist nur Essen, ne? Ja, Kürbis und das ganze Zeug wäre... Ja, ja, genau. Sonstiges. Was hätten wir denn da noch alles? Gartenfeld? Echt, wahr? Blünderstation? Ja, genau. Glocke. Ah ja, das war das Zeugs alles. OP-Stuhl. Ah, das Aussehen ändern. Aha. Frisur ändern. Mhm. Für alle, die eine Strafe verdient haben. Im Ernst, ein Pranger. Nur ein pro Ort verlegen, den Schnellreise-Ankunftspunkt. Ach so. Okay. Ja, sag einmal, bin jetzt blöd? Möbel, der müsste doch da beim, entweder bei, also hier oder dort dabei sein. Es gibt ja noch Steckerschalter. Leitung, Licht, sonstiges. Hm. Aha, was ist das? Entfernt bei Aktivierung Strahlungsschaden.
Aha, Dekontaminierungsbogen. Okay. Ich bin doof. Ich weiß es nicht mehr. Ja, das kommt davon, wenn man so wenig, ja, zockt. Eiskühler. Ein Hundshitten. Ahaha. Ja, ein Lagerfeuer. Ein Radio. Wird schon wärmer. Ist vielleicht hier ein Fernseher dabei? Was ist, oh, Igitt. Was ist denn das? Gegerbte Häute. Aha. Okay. Ein Grill. Ja, wäre auch nicht schlecht. Lautsprecher. Was ist denn das? Railroad. Flaggenmast. Aha. Scheiße, jetzt gibt es da Radios. Ich bin hier beim Fernseher vorbeigehuscht. Halt, was ist das? Jukebox. Öllampe, Wandleuchte, Maschine, Schild, Radio. Ein Radio wäre aber auch mal nicht schlecht. Milchautomat, den stelle ich dann drüben hin. Kerzen. Grill. Die haben mir die Fernseher geklaut. Das gibt's ja nicht. Bei Strukturen wird sie wohl nicht dabei sein. Das wäre ja Blödsinn. Es muss ja eigentlich bei Möbeln oder so dabei sein. Das sind ja halt alles nur Behälter, ne? Naja, dann ist die wurscht, dann tun wir halt zur Not. Zur Not einfach. Da bin jetzt echt gerade leicht überfragt. Ich habe echt gedacht, das wäre hier irgendwo dabei. Ja, da habe ich mich dann sauber getäuscht. Dann nehmen wir halt hier mal ausnahmsweise, muss halt immer ein Fernseher sein. Nehmen wir halt ein Radio. Was nehmen wir denn für eins? Nehmen wir das da. Bauen wir halt ein Radio hin. Warte. Aber da wäre jetzt schon ein Fernseher hübsch gewesen. Ach so, dann kann ich hier gar nicht hinstellen. Da mache ich es mal kurz so. Und da brauchst du ein Tischerle. Ein Tischerl brauchst du. Na, falsch. Da, Möbele. So. Ja, Tisch, das passt schon so. Billardtisch. Ich würde sagen, sowas. Ja, sowas ist mal was Schönes. Ach so, da brauche ich ein kleines. Warte. Ein kleines. Ein kleines Tischle. Nein. Nein. Komm schon, irgendwas Hübsches. Ah, da. Da. Da haben wir es schon. Warte, so. Ja. Ja. Langsam, passt. Gut. War, na, so nett. Aufheben und dann stellt man halt hier hin. So. Schräg, irgendwie so. Bisschen nach hinten. Passt. Dann gibt es hier halt mal ein Radio statt ein Fernseher. Oh. Ist auch nicht schlecht. Dann fehlen nur noch die Türen. Und hier möchte ich gerne einen so Gartensessel, so Gartenmöbeln herstellen. Ja, das brauchen wir. Ich würde mal sagen, mit dem Tisch, da hat das, da war doch so ein Ding, so ein hübsches Ding dabei. Das hier. Na, das schaut ja nach was aus. Einfach so, da können sie schön zusammensitzen, das ganze Dorf, und einfach plaudern. Ich würde sagen, geht sich das aus, wenn ich es so herstelle? So, 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 so. Ich glaube, so passt das, wird schon gehen. So. Das ist ja toll. Schön auf der Sonne. Ja. Aha, da hinten kann, da kann ich noch ein bisschen zurück. Zurück. Noch ein bisschen zurück. Vielleicht so zurück, dann können Sie den Zaun als Rückenlehne nehmen. Ist aber nicht kaputt. Ist nicht praktisch. Nein, ist nicht gemütlich. Machen wir so. Zack. Ja. Mua. Schön. Jetzt würden hier nur noch ein paar Blümchen fehlen. Gibt es hier Blümchen? Huch, was habe ich gemacht? Gibt es hier wirklich Pflanzen, Blumen, irgend sowas? Bis auf den Christbaum hier. Hm.
Zack, 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 zack. Ah, Mülleimer wäre auch nicht schlecht. Mülleimer wäre auch nicht schlecht. Was haben wir hier? Nur den Einsessel und hier. Ah, da wird schon mehr Sachen geben. Aber auch keine Blümchen. Zack, zack. Oh, lol. Das ist ein Busch. Kein echter, aber wenigstens als Pappe aufgestellt. Als Karton. Mm-mm. Und da? Da auch nirgendwo was Grünes, Grünzeugmäßiges. Ich stelle einfach so ein Fleischdings hin. Okay. Naja. Wahrscheinlich wird hier nicht unbedingt mehr so Wert gelegt auf Natur. Gibt ja nicht wirklich viel davon. Nö. Dann passt das schon. So. Genau, die Türen wollte ich noch einbauen. So. Welche Farbe eigentlich? Türen. Rot. Hatten wir schon rot? Rot hatten wir eigentlich schon. Blau hat man, glaube ich, auch schon. Weiß. Blau. Dann nehmen wir grün. Da ist noch kein Grün, oder? Na, da können wir auch eine Tür reinklatschen. Boom. Also halt, stopp. Ja. Tür Nummer 1. Zack, zadrap, dadram. Tür Nummer 2. Ja. Yeah. Und dahinten Tür Nummer 3. Super. Ja, so muss das ausschauen. Hey. Ah, mittlerweile hat das Skelett sich auch beruhigt. Sehr fein. Dann können wir noch bei den Nachbarn rüberschauen. Hier, die haben noch überhaupt keine Tür. Was für Farben hätten wir denn noch? Wir hätten noch das schöne Rot. Ja, theoretisch könnten wir von vorne anfangen. Dann machen wir hier einfach blau. Zack. Ja, das geht. Das passt. Und hier würde ich sagen, wenn es geht... Ah, na, geht eh nicht. Ja, besser eine Tür als keine, ne? Boah. Die können ja immerhin zu den Nachbarn Fernsehen schauen gehen. Das geht ja auch. So. Dann brauchen wir hier noch Strömchen. Ein bisschen Strom. Ein bisschen Strom. Irgendwas Schönes. Spielt beim Einschalten einen melodischen Ton. Verwende ein angeschlossenes Terminal, um die Tonhöhe zu ändern. Wozu? Schaltet kurz die Energie ein, wenn es betätigt wird. Ja, eigentlich können wir so ein Basketball-Dingens ja auch mal aufstellen, ha? Huh? So, wo sind denn jetzt eigentlich diese ganzen... Irgendwie hat sich da alles verändert. Was habe ich denn schon wieder verpasst? Das gibt's ja nicht. Sind wir denn... Ach hier, Licht. Na, nichts Licht. Das hätte schon gepasst dort, oder? Na da, das brauchen wir. Ich bin schon doof. Entschuldigung. Doof. Warte, wie geht denn jetzt das mit dem Strom? Wie habe ich das denn hier angebracht? Da unten. Ja, ich bin ein Schlaufuchs. Das war nicht so klasse. Da bräuchte ich da oben nochmal einen. Ja. Ich fürchte, da werde ich sowas brauchen. Auf dem Dach drauf. Komme ich da jetzt irgendwie hoch? Wohl eher kaum. Muss ich reingehen und raufgehen und oben probieren, das zu machen. Hui, hui, hui. So. Da oben. Da oben bräuchte ich sowas. Halt, ich sehe nichts. So. Da so oben. Zack. Hoffen wir, dass das klappt. So. Verbindelung. Ich komme nicht drüber. Horuk. Hüpfen. Warum du nicht machen hüpfen? Hüpfen. Dann hüpfen zuerst. Kann ich von da drüben? Nee.
So. Und jetzt? Boah. Klappt nicht. Super. Warum nicht? Da muss ich hier halt noch Masten herstellen. Es ist ja immer das Gleiche. Es ist immer das Gleiche mit diesen Dingen da. Echt. Schande. So, dann vielleicht. Ach, Strom. Vielleicht so hin. Zack. So, zack, brack. Geht sich das aus? Ich sehe es nicht. Ah. Zumindest mal da. Clip. Macht jetzt mal Clip. Ah, da war es gerade. Jetzt. Jawohl. Ah, ja. Gut Ding braucht Weile, es ist halt so. Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. So, komm her, du. Und jetzt rauf da. Klapp. Yeah. Läuft. Und jetzt da drüben brauchen wir wieder Strömchen. Allerdings, sowas vielleicht? Wow. Ja, so geht's auch. Ich wollte hier mittig irgendwie raufklatschen. Scheint aber nicht hinzuhauen. Oder doch? Oh ja, wohl doch. Ruck. Okay. Ich kann da. Oh, doch. Kann ich theoretisch stehen bleiben. Gut. So. So. Strömchen. Ach Gottchen. Geht sie das? Komm ich da hin? Na, so nicht. Muss ich wieder raufhatschen. Fürchte dich. Hatschen, hatschen, hatschen. So, jetzt aber. So. Und. Zack. Klipsen. Klipsen. Du machen, bitte. Ach, nicht so. Na, nicht so. Ich wollte darüber. Na, klebst an, bitte. Hallo. Dann stellen wir den halt ein bisschen weiter rüber, wenn es noch geht. Na, so geht's nicht mehr. So. Und jetzt? Komm, mach, klebst. Na, das ist lästig. So, dann hier halt hin. Jetzt, Herrschaftszeiten nochmal. Jetzt, es ist echt übel. Huch. Servus. Ja? Na? Alter. Ja, mit ein bisschen, und so geht's dann irgendwie mal. Unglaublich ist das, unglaublich, echt. Da wär's aber auch schön da oben. So. Geschafft. Und der Part ist auch gleich zu Ende. Sehr fein. Ja. Wie wäre es mit... Na, eine Straßenlaterne, muss das echt da sein? Ich habe an etwas Hübscheres gedacht. Ich hätte gerne nochmal diese komische Kette da gemacht. Ja, die meinte ich. Die hätte ich gerne nochmal hier so irgendwie gern angebracht. Vielleicht. Aber das wird so nichts. Nein. Schaut das gut aus? Ich bin mir da nicht so sicher. Ehrlich nicht. Nein. Nee. Dann lieber doch eine Laterne, echt. Da sind die dann alle so hoch. Kann man etwas ganz Normales haben? Was Kleineres, Hübscheres, Tolles, Schönes? Nö. Geht nicht.
Ja. Dann halt nicht. Dann bleibt mir wahrscheinlich wirklich nur die hier über. Wo? Dann soll es halt so sein. So. Geht die schon oder braucht die jetzt auch nochmal extra Strom? Ja, natürlich. Braucht die extra Strom. Dann müssen wir hier nochmal so ein Dingens hinbauen. Das schaut da nicht schön aus. Aber was willst du machen? Da wäre es schön gewesen, wenn. Ja. 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 Warte. Nicht ärgern. Ja. Gut. Vielleicht klappt das ja irgendwie. Ja. Und jetzt? Müsste ich hier. Geht das schon? Ich glaube, er hat Strom. Das müsste schon hingehauen haben. Ho. Fisch. Fein. Sehr gut. Ja, das Einzige, was wir hier begrünen können, ist eben mit diesem, ja, Christbaum, sage ich mal. Da können wir hier einen herklatschen. Das war, glaube ich, jetzt. War das jetzt nicht hier drinnen? Und hier drin, glaube ich. Und hier drin, glaube ich. Ja. Nehmen wir halt den hier. Und tun wir den halt dahin. Das ist das einzig Grüne, was wir hier irgendwie herkriegen. So, ja. Ah ja, das schaut ja hübsch aus. Ja. Passt, okay. Sehr gut. Tja, der Part ist leider wieder vorbei. Unser schönes Dörfchen ist jetzt um ein bisschen Wasser und um zwei Betten reicher. Reicht immer noch nicht, bei weitem nicht. Ja, wir hätten hier noch viel zu tun. Ich bin am Überlegen, ob wir nicht noch nächsten Part da ein bisschen weiter dran arbeiten sollen, ausnahmsweise. Können wir theoretisch noch einen Part dafür hergeben? Und dann, ja, dann wieder bei Nuka-Cola World weitermachen. Ein kleines Päuschen diesbezüglich hätten wir uns ja eh verdient. Boah, können wir theoretisch machen. Unser Marktstand da drüben mit einem einzigen Behälter. Also Händler, so muss ich sagen. Servus. Na gut, ihr Lieben. Geht ja dahin. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!